Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Willkommen zu einer weiteren Folge Create Life 2. Wir haben etwas richtig Nices gebaut und das haben wir in den letzten Part ein bisschen angefangen und es funktioniert. Und ich habe euch bereits erklärt, wie die Technik funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, so, hä, wie geht das? Wie funktioniert das? Dann, ihr lieben Redstoner und Redstonerinnen oder wie auch immer herum, egal, Knigge lässt grüßen, dann schaut euch gefälligst die Videos dazu an. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen euch das erklärt, wie genau diese Technik funktioniert, als wir sie gebaut haben. Und jetzt ist sie fertig. Tada! Also, aber jetzt natürlich zeige ich euch gerne nochmal, was die Technik macht. Wir haben hier eine Funktion, sieht kompliziert aus, ist es auch. Also ich sage ganz ehrlich, das ist nicht so ganz einfach. Egal, was macht's? Folgendes macht's. Strom geht rein, an dieser Stelle geht gerade Strom rein, merkt euch das mal. Ich packe hier mal ein Verstärker hin. Da ist gerade Strom reingegangen und ihr seht, das Ding bewegt sich. So, jetzt ist das Ding fertig mit dem Bewegen. Wenn es mit dem Bewegen fertig ist, dann drückt es auf den Knopf hier und das Ding schiebt es einmal da rein und kommt wieder zurück. So, jetzt machen wir was, Leute. Und zwar, weil wir intelligente Menschen sind. Nehmen wir diesen Button hier weg. Den Button, wenn man den drückt, passiert etwas. Statt des Buttons mache ich jetzt hier einmal einen Komparator. Hinter Komparator gibt es einen Strom an dieses Ding hier aus. Hier kommt zweimal Redstone hin. Dann kommt ein Redstone Link hier hin. Und in den Redstone Link herein kommt einmal das hier fein. Und einmal das hier. Das ist genau die gleiche Schaltung, die ich auf der anderen Seite auch gebaut habe. Also ihr seht, genau das gleiche. Komparator, zwei Redstones, Ding. Komparator, geht durch Block, zwei Redstones, Ding. Jetzt kommt die Besonderheit aber. Ich kann das jetzt auf dieser Seite hier abreißen. Und ich reiße das deshalb ab, weil wir an die Schaltung, die gerade dafür gesorgt hat, dass sich das Ding abgelegt wird, hier bauen wir ein Dings hin, ein Leuchtding hin und einen Pulse-Repeater. Den Pulse-Repeater lassen wir hier reinlaufen und setzen hier einen Redstone hin. Und jedes Mal, wenn diese Fackel angeht und hier Redstone drauf ist, resettet sich das Ding und fährt wieder zurück in seine Startposition. Okay, und das ist alles, was es tun soll. Und wie gesagt, wir haben an dieser Stelle den Verstärker hingestellt. Wenn ich jetzt an einer anderen Stelle ein Stromsignal hier reinlaufen lasse, schaut euch das an, das Ding geht wieder, diesmal allerdings an eine andere Position. Und zwar diesmal ist es diese Position, diesmal ist er hier stehen geblieben. Und auch hier könnte das Ding jetzt diese Greifroutine ausführen, machen wir das mal. Also er geht nach vorne, jetzt würde er sich das nehmen, was da ist. Und weil wir jetzt gerade die Fackel dahin gebaut haben, würde er sich jetzt auch von alleine resetten. Oh my goodness, coole Technik. Was, Leute? Läuft bei uns. Okay, dann machen wir nochmal eine andere Position. Nehmen wir mal diese Position hier. Mal gucken, was passiert. Und Strom drauf. Mal gucken, wo jetzt das Ding hinfährt. Ihr seht, diesmal fährt das Ding nochmal wo ganz anders hin. Jetzt ist das Ding... Na? Na? Bis nach da ganz hinten gefahren. Okay, das heißt, ihr seht, je nachdem, was für ein Stromsignal hier reingeht, also Stromstärke reingeht, fährt das Ding an eine andere Position. Und auch da hinten kann ich jetzt das Ding eine Greifroutine machen lassen, bedeutet, fahre nach vorne, nehme oder lasse los, was da ist und komme wieder zurück. So, und genau, das tut er, der macht er wunderbar. Jetzt können wir noch was machen, und zwar diese Greifroutine kann er auch von alleine starten. Und zwar, wenn dieses Ding hier fertig ist. Da machen wir hier eine Fackel hin. Wenn diese Maschinerie hier fertig ist, dann gibt es ein Stromsignal. Das Stromsignal müssen wir jetzt nur noch an die richtige Stelle leiten. Es kommt jetzt hier raus. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Platz, den wir hier zur Verfügung haben. Der ist nämlich heute nicht so gnädig. Aber wie es ausschaut, kommen wir hier ganz gut durch. Glaube ich zumindest. Ja, I try. Okay, das sieht gut aus. So herum können wir Stromsignal leiten. Und wir machen genau das gleiche, was wir schon gemacht haben da vorne. Und zwar, wir auch hier machen einen Pulse-Repeater. Und jedes Mal, wenn diese Technik hier fertig ist, geht ja diese Fackel an. Und wenn diese Fackel angeht, dann aktiviert sich der Pulse-Repeater. So, zack, ihr seht, hier und führt unsere Greifroutine einmal aus. Jetzt wird sie hier mal ausgeführt. So, wir testen das Ganze nochmal, indem wir das zum Beispiel jetzt automatisiert an eine andere Stelle. Warte, jetzt macht er gerade den Reset. Wir müssen echt warten. Wir müssen immer einmal kurz warten, bis die Technik wieder bereit ist. Seht gerade, macht die Technik noch was und jetzt ist sie bereit. So, jetzt machen wir mal hier einen Stromsignal. Und ab jetzt macht die Technik schon vieles von alleine. Erst sucht sich die Technik die Position, wo es hinfahren soll. Nachdem die Position gefunden worden ist, naja, noch ist er nicht da. Er müsste jetzt alles von alleine machen. Ich müsste jetzt eigentlich nur zugucken können. Ja, er macht die Greifroutine und kommt wieder zurück.
Sehr schön. Von alleine. Und da resettet er sich gerade. Okay, fertig. So, und diesmal nochmal an die gleiche Stelle. Diesmal allerdings soll er das holen, was da steht. Eins. Zwei. Ein. Au! Oh, ich habe mich verzählt mit dem Verstärker. Habe ich mich verzählt? Okay, glaube ich, habe mich verzählt. Hier war der Verstärker. Ach, ich hatte hier die Fackel hingemacht. Ne? Okay, gut, gut, gut. Hab mich vertan. Da müsste die Fackel hier hin. An dieser Stelle muss die Fackel. Gut, wir warten, bis das Ding fertig ist. Erst jetzt darf ich beginnen. Nochmal. Wupp. Mal gucken, was passiert. Eins. Zwei. Tap. Und? Greifroutine. Ja gut, ihr habt gesehen, er hat es jetzt losgelassen. Er macht mal greifen und mal loslassen. Jetzt hat er gegriffen. Und er kommt wieder zurück. So, das heißt, beim nächsten Mal müsste es funktionieren. Jetzt bin ich aufgeregt. Und go. Geht nach unten. Geht nochmal nach unten. Findet die Position. Und holt sich das Ding. Cool. Und bringt das Ding zurück nach oben. Und meine Damen und Herren, das ist unser automatisches Safe-Ding. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich jetzt hier Strom drauf gebe, wird quasi dieses Regal, was wir hier haben, an irgendeiner Position abgestellt. Zum Beispiel können wir mal das hier machen. Achtung, fertig, los. So, und jetzt wird das Ding abgestellt. Das Ding wird jetzt nach unten gebracht und an die richtige Stelle abgestellt. Und zwar hier vorne. Gut. Fährt wieder zurück nach oben, resettet sich. Wir müssen noch irgendwie ein Sicherheitssystem einbauen, was das ganze, was die ganze Technik hier sperrt. Okay, und an. Ding läuft, findet wieder die richtige Position, macht die Greifbewegung. Wunderbar. Und kommt wieder zurück nach oben. Bingo. Also damit haben wir quasi ein System, was je nachdem, welche Stromstärke hier reinläuft, einmal das Ding holt und einmal das Ding wieder zurückgibt. So. Und darum geht es heute. Einmal das Ding holen und einmal das Ding wieder zurückgeben. Und zwar anhand einer Stromstärke. Wie funktioniert das? Mit einem Sortiermechanismus. Den baue ich jetzt und dann zeige ich euch, wie wir das Problem lösen, dass er quasi automatisch etwas holen soll und wieder zurückholen soll. Schaffen wir. Also ihr Lieben, jetzt geht es um die Schaltung. Ihr seht, ich habe hier ein kleines Sortiersystem gebaut. Und ich fange jetzt an mit Targetblöcken. Und die Targetblöcke haben den großen Vorteil, dass sich Redstone mit den Targetblöcken verbindet. Das erlaubt es mir jetzt, hier Kolben hinzustellen. Und das ist jetzt eine Mechanik, die tatsächlich nur in Vanilla-Minecraft geht, also in Java-Minecraft geht. Denn wir können jetzt hier eine RAM bauen. So, eine kleine Speicherzelle. Wir setzen hier Blöcke hin und wir müssen ein bisschen aufplatzen vom Platz her. So, jetzt müssen wir hier nochmal Blöcke hinsetzen. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm, merke ich gerade. Ja, das wird jetzt definitiv unangenehm. Hätten wir das anders machen können? Hätten wir es besser machen können? Ja, ne? Bestimmt irgendwie. Vielleicht auch nicht. Nein. Dann hier schon die Decke. Das ist nicht gut. Okay, wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Und zwar Sand, komischerweise. Ja, Sand ist tatsächlich hier von Nutzen. Denn Sand agiert uns als eine Art Speicher. Oh, ich erkläre euch gleich, warum. Der ein oder andere von euch wird das schon durchschaut haben. Wenn wir nämlich Sand hier auf den Kolben packen, können wir mit dem Sand den Kolben bepowern. Gemäß dem Fall, dass oben Strom ist. Ah, nein, das funktioniert aber auch nicht. Okay. Das Problem ist wirklich hier der absolut unzureichende Platz. Okay, gut. Dann, wenn das so nicht funktioniert, dann funktioniert es so. Und zwar einfach mal unsere Technik ein wenig umräumen. Viele Wege führen nach Rom. Manchmal muss ein Weg neu erfunden werden. Und das ist super wichtig bei Redstone. Wenn ihr mal auf dem Holzweg seid, grämt euch auch nicht mal was abzureißen, um mal was ganz anderes zu probieren. Ansonsten werdet ihr nicht weiterkommen. Ich spreche da aus Erfahrung. So, zweiter Versuch. Diesmal haben wir die Kolben jetzt über Repeater angesteuert. Das wollte ich eigentlich vermeiden, um möglichst kurz das Ganze zu halten. Das muss möglichst schnell gehen, was wir hier machen. So, aber jetzt können wir nämlich einmal noch eine Reihe von Repeatern machen. Wir haben keine Repeater mehr. Ärgerlich. Oh, noch so ein Problem. Ne? Wir haben keine Repeater mehr. Hm. So, aber die können wir jetzt hier bauen. Und wir können jetzt, ja, hier eine Reihe von Redstone bauen, die Repeater ansteuert. Und das ist super duper wichtig. Das ist super duper wichtig, dass die Repeater angesteuert werden. Okay. Und die sollen dann per Redstone gesteuert werden. Alter, es ist Survival-Minecraft-Spielen ist wirklich unangenehm, sage ich euch. So, gut, also,
Funktioniert soweit. Warum jetzt Repeater? Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier auf diese Reihe Strom setzen und dort, wo der Repeater ist, einmal ein Stromsignal hier reingeht und wo hier der Repeater ist, der Kolben wird aktiviert, dann bleibt der Kolben ausgefahren, wie ihr seht. Der bleibt so lange ausgefahren, wie auf dieser Reihe hier oben Strom ist. Und wenn hier oben der Strom weggeht, geht der Kolben wieder rein. That's it. Und das müssen wir jetzt auch bauen. Da müssen wir ein bisschen jetzt hin und her was schalten. Ich werde mal jetzt ein bisschen komplizierte Redstone-Leute drüber bauen und dann zeige ich euch, was dabei herausgekommen ist. Wobei, ich glaube, das Schönste sollte man sich vielleicht aufheben. Machen wir den To Be Continued raus, weil noch ein bisschen Technik gebaut werden muss und die Technik leider doch etwas komplizierter ist. Jetzt zeige ich euch das in dem nächsten Part. Was ich euch aber auf jeden Fall zeigen kann, ist, dass wir die Technik da nochmal ein bisschen optimiert haben. Und zwar, dass die Technik auch von alleine sich selbst starten kann, stoppen kann. Wir haben einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, dass die Technik quasi nicht kaputt gehen kann. Sollte die Technik laufen und man würde ein neues Signal reinpacken, würde die Technik kaputt gehen. Aber das Problem ist, wie ihr seht, behoben. Und wenn ich jetzt von hier oben gucke, seht ihr auch mal so ein bisschen, wie der Kran oder wie das Hochregallager später funktioniert. Also wir haben hier unter uns die ganzen Safes. Und ihr seht, das Ding findet den Safe und kann den Safe nach da vorne bringen. Wupp, sehr, sehr, sehr schön. Eventuell müssen wir hier unter noch ein paar Sachen ändern. Ihr seht, der Safe kann auch dann wieder zurückgebracht werden. Und zwar zu dem Platz, wo er im Regal eingelagert werden muss. Das Ding findet die richtige Stelle. Und es ist einfach schön, finde ich. Eine Technik, die gut läuft. Jetzt seht ihr, fährt das Ding wieder zurück, macht ein Reset. Einmal können wir nochmal gucken, wie er das Ding holt. Also jetzt kommt quasi die Bestellung. Ich werfe meine Keykarte ein. Die Keykarte wird überprüft und der Kran fährt los. Sucht sich jetzt mein Regal auf meiner Etage. 1, 2, 3. Und schnappt sich den Kran. Boah, die Technik läuft echt gut. Ich finde, es macht Spaß, der Technik zuzusehen. Wenn er fertig ist, bringt er das Ding wieder zurück. Es sei denn, genau, wenn hier Strom ist, bringt das zurück. Wenn es kein Strom ist, bringt das nicht mehr zurück. Das Ganze haben wir hier mit diesem Mechanismus gemacht, dass quasi sobald hier ein Stromsignal draufgesetzt wird, seht ihr, sperrt sich dieser Schalter. Das ist, ab sofort kann kein weiteres Stromsignal mehr reingelassen werden. Selbst wenn hier ein Dauersignal drauf ist, wird nicht mehr in die Zähltechnik reingelassen. So lange nicht, bis der Reset erfolgt ist. Und der Reset ist hier. Und sobald der Reset fertig ist, geht die Fackel da vorne wieder an. Also aktuell ist die Fackel an, weil der Reset nicht läuft. Jetzt startet der Reset. Achtung, und der Reset macht seine Arbeit. Die Fackel ist aus. Und sobald der Reset abgeschlossen ist, geht die Fackel an. Jetzt resettet sich das Ding. Es kann wieder Strom reingelassen werden. Ihr seht, das Ding hat sich gerade einmal an ausgemacht, weil Strom reingelassen worden ist. Dadurch wird das Ding wieder gesperrt. Und das System arbeitet nun. Bringt mir mein Hochregal. Und ja, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Im nächsten Part schauen wir uns dann mal die Technik an mit dem Keycard-Mechanismus. Vielleicht funktioniert die Technik dann auch schon. Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eine kleine, besondere Folge mit unserem Lagersystem. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.